Ursula von der Leyen in Prag. Zentraleuropa soll eine zentrale Rolle in EU-Verteidigung spielen. Bindung an die EU. Frankreich verkauft Serbien 12 Kampfjets für 2,7 Milliarden Euro. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat gesagt, dass Zentraleuropa im Vorfeld der erwarteten Ernennung eines EU-Kommissars für Verteidigung eine zentrale Rolle gespielt habe. Sie betonte dabei die Bedeutung Mitteleuropas für die Förderung der europäischen Verteidigungsindustrie. We Europeans must be on guard. We must refocus our attention on the security dimension of everything we do. We must think about our union as intrinsically a security project. And Central Europe has a crucial role to play. Auf der Konferenz sagte sie, dass eine systematische Überarbeitung der europäischen Verteidigung notwendig sei. Unser Ziel muss es sein, eine Verteidigungsproduktion von der Größe des Kontinents aufzubauen, sagte sie. Es sei in erster Linie Europas Pflicht, Europa zu schützen. Die NATO müsse zwar im Zentrum der europäischen Verteidigung stehen, aber eine stärkere europäische Säule sei erforderlich, so von der Leyen. Serbien kauft 12 französische Rafale-Kampfjets. Ein entsprechendes Abkommen wurde im Rahmen des Besuches des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Belgrad unterzeichnet. Mit diesem Deal soll Serbien an die Europäische Union angedockt werden, heißt es aus Frankreichs Regierungskreisen. Le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. Et que ce choix participe de notre autonomie stratégique et du renforcement de celle-ci. Die Rafale-Kampfjets sollen Serbiens Flotte sowjetischer Bauart ersetzen. Pomoćnim logističkim paketom, dakle od rezervnih motora do svega drugog, ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona. Bisher hat Russland Militärflugzeuge an Serbien geliefert. Serbien hat sich geweigert, sich den internationalen Sanktionen gegen seinen Verbündeten Moskau anzuschließen. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sei Serbiens Balanceakt zwischen den Weltmächten jedoch eine Illusion, warnte Macron. Serbien könne nur als Teil der EU seine Identität bewahren. U tom smislu Srbija jednostavno jeste neprikosnovena i pokretač tog ekonomskog razvoja celokupnog Zapadnog Balkana. Ali ono što je činjenica, to nije dovoljno u pogledu dugoročnih perspektiva razvoja Srbije i mora se pokušati da se sustignu ili bar približimo se tim zemljama kao što su, na primjer, Slovačka, Rumunija, pa čak i Hrvatska i Slovenija. U tom smislu jako je bitno partnerstvo sa Francuskom. Der Verkauf von Rafale-Kampfjets an Serbien hat jedoch einige Bedenken hervorgerufen. Denn Serbien hat immer wieder eine aggressive Haltung gegenüber seinen Nachbarn auf dem Balkan an den Tag gelegt und könnte die Technologie der Flugzeuge mit Russland teilen. Russian forces are closing in on Pokrovsk, a town in eastern Ukraine in the region of Donetsk. With a pre-war population of around 60,000 people, Pokrovsk is a major road and rail hub, which lies on the key road used by the Ukrainian military to supply its forces in the area, specifically around Chesiv Yar and Kostiantynivka. It remains unclear if the Russian military command intends for Russian forces to fight their way entirely through Pokrovsk in frontal urban combat, as they have through the smaller towns east and southeast of Pokrovsk, or it aims to envelop or encircle the city as Russian forces previously attempted and failed to do against Bakhmut and Avdiivka. Ukrainian authorities have issued a mandatory evacuation order for families with the children. Around 600 to 700 people are leaving the town every day as the Russian forces are just few kilometers away and advancing. Die Akademikerin Lena Griesbach wohnt in Berlin. Ihr Leben ist ein Balanceakt zwischen Familie und Beruf. Denn sie hat nicht nur ihre Vorlesungen an der Universität vorzubereiten, sondern kümmert sich auch um ihre zwei Kinder.
Vor Beginn des Schuljahres bekommen Sie und Ihr Mann von der Schule eine Liste mit den Sachen, die für den Unterricht nötig sind und bis zu 300 Euro pro Kind kosten können. The first time when I saw the list, I got a shock because there are a lot of things. But on the one hand, it's okay that it's a very good structure and you know what your child needs, but it's very expensive. Familien mit Schulkindern sehen sich in Deutschland mit steigenden Kosten konfrontiert. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen Kosten für Schulbedarf für Stifte und Bücher im Juli vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 5-13%. Hilfsbedürftige Familien bekommen 195 Euro pro Kind für Schulmaterialien. Doch dieses Geld reicht nicht aus, sagt der Berliner Kinderschutzbund. Allein Rucksäcke, die den Rücken des Kindes schützen, können 150 Euro kosten. Einige andere Kosten sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Berlin ist das Schulessen von der 1. bis zur 6. Klasse kostenlos. In Hamburg kostet es maximal 4,35 € pro Mahlzeit. Students can get a free education in Germany, even when they go to university. But some parents are increasingly choosing to pay, sending their children to private schools. One expert says that this could be due to rising immigration to Germany. When you ask them what is better at private schools, they say the educational program or the curricula or something. But in the most cases, also in Germany, is that the share of migrants, the share of poor children is even lower, and that may be one thing what has impact. Die Inflation ist in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit mehr als 3 Jahren gesunken. Aber Leila spürt immer noch den finanziellen Druck. In ihrem Heimatland Georgien würden die Eltern mehr Unterstützung erhalten, da Verwandte eine größere Rolle bei der Betreuung der Kinder spielen. I have the impression that the costs are getting higher, because everything is getting expensive and therefore I think it's automatically expensive every year. Zu den ganzen Kosten kommt noch hinzu, dass sie einen Babysitter bezahlen muss, während sie nach Schulschluss ihre Kinder arbeitet. Majid Al-Bouni ist 2013 nach Berlin gekommen. Er floh vor dem Krieg in Syrien. Jetzt ist er deutscher Staatsbürger und freut sich darauf, wählen zu können, um gegen den Aufstieg der rechten Partei AfD zu stimmen. Er hofft, dass mehr Menschen lauter werden. Those who don't like, or at least I know they don't like the AfD's ideas, they are silent about it. And that's disappointing because like we need to be active, you know, as a pro-democracy actors, we need to really show that we are the majority, and I believe we are the majority. Bei der diesjährigen EU-Wahl belegte die AfD in Deutschland den 2. Platz. Vor den Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern Sachsen und Thüringen am Sonntag, bei denen die AfD die meisten Stimmen erhalten könnte, schlagen Minderheitengruppen nun Alarm. In Thüringen liegt die Partei in den Umfragen bei etwa 30%. Das Berliner Büro des American Jewish Committee hat eine Broschüre herausgegeben, in der davor gewarnt wird, dass die AfD eine antisemitische Ideologie vertritt. Trotz der Versprechen der anderen Parteien, keine Koalition mit der AfD einzugehen, gäbe es immer noch Risiken, so Remco Lehmhus. Maybe we'll see after the state elections that it will be very hard for the other parties to form a coalition without the AfD. So that could mean that in these states you will have, you know, a locked political system that cannot move forward or do anything because there's no functioning government. Minority groups are warning that the AfD's policies wouldn't just impact local or national politics. The party has suggested holding a referendum on whether Germany should leave the EU. A leader with Germany's Turkish community says the party threatens the entire European system. AfD ist eine antisemitische Partei, antimuslimische Partei und gleichzeitig eine antidemokratische Partei und AfD ist die Partei, die auch Faschismus leugnet, Holocaust leugnet. Die Debatte zu Migration und Geflüchteten ist in Deutschland neu entfacht.
nachdem am Freitag mutmaßlich ein Syrer in Solingen 3 Menschen getötet hat. Die AfD hat den Mordanschlag direkt in ihren Wahlkampf mit aufgenommen. Aber Majid Albouni hat sein Vertrauen in seine deutschen Mitbürger noch nicht verloren. I still believe that the German society is well educated and they well aware and they can differentiate between like one person, extremist radical person and a group of people. Am 22. September folgt die Landtagswahl in Brandenburg. Auch hier belegt die AfD in Umfragen den ersten Platz. Der Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes, unweit der Hafenstadt Grindavik im Südwesten Islands, ist vor kurzem erneut ausgebrochen. Nach Angaben des isländischen Wetterdienstes stieg die Lava besonders hoch auf. Das Gebiet ist nun mit sogenannten PLH bedeckt, dünnen Fäden des vulkanischen Gesteinsglases, das aus Lava entsteht. Auf der Reisewebseite Island Review heißt es, dass das PLH nicht mit bloßen Händen berührt werden sollte, da es im Wesentlichen aus Glasfäden besteht. Der Ausbruch begann am 22. August nach einer Reihe von Erdbeben und zieht weiterhin internationale Besucher nach Island. Dies ist der 6. Ausbruch des Vulkans auf der Halbinsel Reykjanes seit Dezember. Nach Angaben der Behörden beschränken sich die Auswirkungen des Ausbruchs auf Straßensperrungen und stellen keine Bedrohung für die Bewohner dar. Im Durchschnitt kommt es in Island alle 4 bis 5 Jahre zu einem Ausbruch.